35 verschiedene Musikfächer werden hier unterrichtet. Rund 1000 Schüler lernen an der Musikschule Meran ein Instrument spielen. Aber auch Gesangsunterricht wird angeboten. Wir sprechen primär die Altersgruppe 6-Jährige bis 19-Jährige an. Auch primär jene der deutschen Muttersprache, die deutscher Muttersprache zugehörig sind. Denn es gibt ja auch auf der anderen Seite eine Musikschule, die italienischer Muttersprache ausgerichtet ist. Wenn ich sage primär 6- bis 19-Jährigen, dann deshalb, weil auf der anderen Seite wir auch Kinder haben, die jünger sind ab dem 18. Lebensmonat und wir auch Schüler haben, die über 18 Jahre sind. Das heißt, wir sind auch vereinzelt in der Erwachsenenausbildung tätig. Caroline aus Matsch aus der Gemeinde Malz besucht in Meran eine Oberschule. In die Musikschule kommt sie zweimal wöchentlich und lernt dabei neben Klavier auch Klarinette zu spielen. Ihr ist der konstante Austausch mit ihrer Lehrerin besonders wichtig. Ja, ich habe das ganze Jahr die gleiche Lehrperson und mir passt das sehr gut, weil es ist auch von Vorteil, wenn die Dynamik zwischen Schüler und Lehrer stimmt. Und wenn da dauernd Lehrerwechsel wären, das wäre nicht von Vorteil. Nachdem Julia die ersten Gitarrengriffe von ihrem Vater erlernt hat, ist sie vor 6 Jahren in die Musikschule gekommen. Ihre Lehrerin Petra Schrott unterrichtet seit 22 Jahren an der Schule. Ja, die Hauptklientel sind schon Kinder im Grundschulalter. Und das dünnt sich dann halt mit dem Alter aus. Also Oberschüler sind nur mehr vereinzelt durch die 5-Tage-Woche auch gezwungenermaßen. Haben sie nicht mehr viel Zeit zum Üben. Schule hat meistens Vorrang. Also da dünnt es sich sehr aus. Wer die Musikschule Meran besucht, hat eine Reihe an Möglichkeiten, musikalische Erfahrungen zu sammeln. Also die Musikschule, die veranstaltet halt auch viele Konzerte und viele Konzertreisen, wo man dann eben auch viele neue Leute kennenlernt und mit dir zusammen musiziert. Zum Gesangsunterricht im Bereich Jazz, Rock und Pop kommen vor allem Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren. In erster Linie singen die einfach gern. Und bei einem Paar kristallisiert sich dann schon außer, die möchten mehr. Das Ziel von mir eigentlich ist schon, dass alle nach der Ausbildung dann auftreten können vor Publikum und eine gute Figur machen können. Und das gelingt eigentlich fast allen. Die zwei Mädchen sind auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, das hört man auch gleich, wie sie Leidenschaft einbringen, weil sie singen und wie sie alles geben. Und da muss man gar nicht mehr so viel machen, weil das Wichtigste im Gesang ist die Authentizität. Nach 11 Jahren Musikschule hat sich Sophie heuer zum ersten Mal auch in dieses Fach eingeschrieben. Für beide Mädchen spielt die Musik eine große Rolle. Also ich singe halt auch in der Heim oder so in der Schule manchmal. Und meine Klavierlehrerin hat halt gesagt, ja, wieso ich eigentlich nicht Gesangsunterricht nehme. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ja, war echt das Flotz, weil heim kann schon auch mit anderen Malen passieren. Ja, dann habe ich mich dazu entschieden. Magdalena hat in der 2. Klasse Grundschule mit Blockflöte angefangen und seit einigen Jahren spielt sie Trompete. Vor allem im Gruppenunterricht, bei Konzerten und Veranstaltungen. Also für mich ist das schon voll ein Ausgleich für die Schule. Und einfach, wenn es mir auch die Sachen zu viel werden oder so, dann gehe ich üben und es halt passt. Ja, gut. Auch nach 50 Jahren erfreut sich die Musikschule großer Beliebtheit. Lange Wartelisten, vor allem beim Klavier- und Gitarrenunterricht, sind aber die Regel. Berechnet werden im Aufnahmesystem die musikalischen Vorkenntnisse und die Wartejahre. Musik ist mehr als nur ein Instrument zu erlernen. Davon ist man an der Musikschule überzeugt. Ich glaube, es ist eine Aufgabe von uns, in die Jugendlichen, Kinder wirklich
Möglichkeiten mitzugeben. Und das, glaube ich, kann man mit Musik einfach wirklich sehr, sehr gut machen. Der große Wert in der Musik besteht ja darin, dass man Musik gemeinsam macht. Und dann verstehen auch die Leute vor allem, warum sie üben sollen. Wenn sie jetzt nur allein im Unterricht sein, ist das schwierig. Aber dann in einem Ensemble, glaube ich, kann man das einfach wirklich gut sagen. Und dieser Gemeinschaftseffekt, das bewirkt sehr, sehr viel. Ich finde, in Musik kann man sich gut ausdrücken. Man kann in guten Zeiten fröhliche Musik spielen, in schlechten Zeiten vielleicht auch mal traurige Musik. Also man kann wirklich seine Gefühle und seine momentane Lebenssituation oder auch seinen Standpunkt im Leben gut repräsentieren. Die Aufgabe von Hans-Peter Nocker ist es, die Schüler auf das Spielen in einer Band vorzubereiten. Der Simon lernt von mir einfach eine selbstbewusste Person zu werden, die gerne auf der Bühne ist, die gerne mit anderen Leuten zusammenspielt. Vor allem das soziale Umfeld ist eine wichtige Komponente, die in der Musik einfach ganz, ganz stark unterstrichen werden sollte. Und das ist eins für die großen und wichtigen Sachen, die bei mir sein oder im Unterricht vorkommen. Kontinuierlich werden im Laufe des Musikschuljahres Konzerte im Haus geboten, aber auch Auftritte außerhalb der Schulmauern organisiert. Nach 10 Jahren Klavierunterricht versucht sich Samuel seit mehreren Jahren auch als Schlagzeuger. Also in der Musik bringt es mich viel weiter, weil ich arbeite mit einfach ziemlich erfahrenen Leuten zusammen. Und was mir da auch ganz gut gefällt, ist einfach, dass es ganz ein familiäres Verhältnis ist zwischen den Lehrern und Schülern. Heute spielt er fast täglich 1 Stunde Klavier und übt 1/2 Stunde Schlagzeug. Seit fast 30 Jahren unterrichtet Dietrich Oberdörfer an der Musikschule Meran. Am meisten freut es ihn, dass für das Orgelspiel reges Interesse besteht. 22 Schüler begleitet er in diesem Jahr. Ein Instrument, das mit viel Aufwand geübt werden muss. Schließlich ist das Üben für die allermeisten Schüler wohl ausschließlich in der Musikschule oder in einer Kirche möglich. Wenn man Orgel lernt, muss man schon eine überdurchschnittliche Intelligenz haben, um die so schnell Fortschritte zu machen, wie er das jetzt zum Beispiel eben auch macht. Das Klavierspiel im Duett wird im mittelgroßen Konzertraum der Musikschule Meran im letzten Stock möglich. Julia, wie auch Isabella, sind talentierte und fleißige Schülerinnen. Also natürlich fordern die Lehrer, aber es liegt eigentlich schon bei uns selber, wie viel man übt und wie viel man selber darunter begeistert ist und ehrgeizig ist, weil du willst ja selber weiterkommen und etwas erreichen. Und die Lehrer unterstützen dich dabei, aber du musst selber was auch dazu beitragen. Also bei der Irina gefällt mir besonders, dass wir nicht allein auf Technik schauen und auf Perfektion, sondern viel auf die Gefühle und wie man etwas spielt. Abschließend kann gesagt werden, dass an der Musikschule nicht nur ein Instrument erlernt oder Stimmbildung und Gesang gefördert werden. Die Schüler, die einen gewissen Bildungsweg durchlaufen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, im und innerhalb der Musikschule verschiedene Formationen zu erleben, kammermusikalisch aktiv zu werden, Orchesterarbeit zu betreiben, Chorwesen zu erfahren. Und gerade das zeichnet eine Musikschule oder die Musikschule Meran aus, dass wir hier nicht nur wie ein privat organisierter Musikunterricht funktionieren, sondern dass wir auch diese fächerübergreifenden Ausbildungsformen anbieten.